Ich mag diese Reisen. Oh, guck mal hier. Mensch, fast dran vorbeigeschwommen. Zeppelin. Ja, gut, können wir mal mitnehmen. Und das Ding nehmen wir auf jeden Fall mit. Sehr schön. Können wir das auch mal gleich im Inventar lassen. So. Möchte lieber... Oh, guck mal da. Riesenpilze. Quallen. Und was erwartet uns hier hinter? Also hier ist erstmal ein Meer. Und wir brauchen unbedingt so eine Crafting, weil den ganzen Weg müssen wir wieder zurücklatschen natürlich. Da baut sich die Welt langsam wieder hinterher auf. Und ich höre Lava. Aber ich sehe sie nicht. So, und so wie es aussieht, kommen wir hier endlich mal in einen neuen Bereich. Jetzt sehe ich anhand dessen. Die Welt braucht da doch eine ganz schöne Ecke. Aber wir warten mal einfach kurz. Machen wir kurz still stehen bleiben. Hilft meistens immer. Und dann werfen wir auch noch gleich mal einen Blick. Oh, sehr schön. Super, dass wir hier auf so einer Kackinsel sind. Könnten eigentlich hier eh mal rumgehen. Was ich hier so sagen. Wäre, glaube ich, besser. Der Lava ist schon krass, dass wir hier Lava hören und ja, aber keines zu sehen ist. Achso, und bevor ich jetzt vergesse, die Axt, Spitzhacke. Wir wollen Spitzi natürlich nicht seinem Schicksal überlassen, denn wir werden sie sicherlich hoffentlich auch noch ein paar Mal brauchen. Das Schwebende lassen wir hier mal einfach. Soll uns nicht so in der Hinsicht stören. Wie gesagt, hier irgendwie kaum Dörfer irgendwie. Also wir sind denn nachher ja auf, wir sind ja schon auf anderen Inseln gewesen und in andere Richtungen gelaufen. Da haben wir komischerweise so viele Dörfer gefunden und hier ist irgendwie gar nicht. Und die Geräusche gefallen mir. Kein Zertusquarz. Nirgendwo. Gut, in der Hinsicht muss man sagen, die Höhlen, wo wir eben drin waren, die waren ja schon. Da sind wir ja oft. Oh, und zu viel. Warte mal, wie viel Platz haben wir denn? Ach, genau. Och. Kann ich wohl da sagen. Kann das auch mit Spitzi abbauen? Das können wir auch mit. Nee, wir könnten auch mit einer Fackel abbauen. Sinnvoller. Hallo. Und was war? Ach, wir haben die Schere. Wir hätten doch mal die Schere mitnehmen sollen. Da hätten wir jetzt die Schafe ja alle schön nackig machen können. Und hätten genug Seide gehabt eben für unseren Rucksack. Weil so müssen wir jetzt auch noch auf den Rucksack warten oder auf die Seide warten. Für den Crafting-Rucksack, den ich gerne hätte. Ne, dachte gerade, da war eine Aura-Note. So, da haben wir Gülle, so wie es aussieht. Könnten wir ja mal lunzen. Gülle. Lecker. Da möchte man doch gerne mal reinspringen. Reinspringen und eine Runde baden gehen. Ich nehme aber noch mit. Oh. Hier sollten wir mal kurz warten. Welt kommt ja nicht hinterher mit Laden. Aber wie gesagt, er zeigt mir, dass wir hier echt in ein neues Gebiet kommen. Ansonsten geht es nämlich immer etwas schneller. Die Frage ist jetzt bloß, wo gehen wir hin? Viele Schafe hier. Verdammt, wir hätten die Schere mitnehmen sollen. Kick mal da eine Höhle. Da möchte ich gerne mal rein. Eventuell ist es ja eine Glückshöhle. Mit Lava. Natürlich. Ding, ding, ding. Hier ist auf jeden Fall ein ziemlich tiefer Wald. Und da drüben baut sich die Welt noch auf.
Hier ist ein See, ein kleiner unterirdischer. Hallo? Und hier halten wir eine Höhle. Was ist er denn? Was war er denn für einer? Kommen wir hier irgendwo vernünftig rein? Geht ohne eine Höhle lang. So wie es aussieht, nicht wirklich. Okay, jetzt ist egal. Wie verschiedene Höhlen, ja? Dann muss ich sagen, würde ich gerne erstmal hier nochmal rausgehen. Ist unheimlich, Alter. Wahnsinn. So, hier war das Loch. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Warte mal. Wir müssen uns mal hier ein bisschen Platz schaffen. Und wir klopfen mal hier die Blätter einfach. Was ist denn das für ein Teil? Geh mal gucken. War das von hier? Nö. Ich habe jetzt Angst, was passiert. Ui. Jedenfalls haben wir es kaputt gekriegt. Aber nichts Besonderes dafür bekommen. So, hier ist Sandstein. Gut. Nicht so unbedingt jetzt. Der Hit die Höhle hier. Da denke ich mal, wird die andere ein bisschen besser sein. Auch wenn das Viech hier war. Das fand ich schon sehr interessant. Die Frage ist jetzt natürlich hier wieder, ne? So, machen wir mal so. Ja. So, und dann gehen wir hier gucken. Hier ist Kohle. Mal wieder. Also an Kohle sollte uns auf jeden Fall nicht mangeln. An was uns mangelt, ist ein ewig langer Rückweg. Da bin ich noch am überlegen, ob wir das in der Aufnahme mit drin nehmen oder... Weil er hört dazu. Mal sehen, was wir auf dem Rückweg noch finden. Das ist ja immer so diese... Aber es ist halt der Rückweg und der ist so ewig. Der wird jetzt so ewig lange gehen. So, hier klopfen wir alles raus, was wir kriegen können. Hallo. Kann ich dir irgendwie raushelfen, mein Kleiner? Warte mal. Wir machen dir hier mal... Guck mal. Erde? Bin mal so nett und hab dir da hinten. Wo ist denn? Hallo? Schaf ist weg. Und mein Bett ist auch. Ach, da ist mein Bett. Oh. So, der Schuh. Schaffen. Ich kann doch schon die Sterne sehen. Ach, endlich. Und nach dem Pennen sollten wir erst... Och du Scheiße. Erstmal Event... Ach, Blitzroute haben wir gekriegt. Kiek mal eh nach Schau. So, und schon wieder ist mein Inventar total komisch sortiert. Ich hasse es. Das ist so sehr... Schneeball können wir... Ja, das war jetzt sinnvoll. Das kann weg, das kann weg. Das kann weg, das kann weg. Die können auch noch damit drauf. Jute, behalten wir auf jeden Fall. Tannensetzling. Ja, nehmen wir mal erstmal mit. Hier die Fäden nehmen wir auch mit. Die können wir hier brauchen noch. Dann haben wir hier noch Pfeile drin. Knochen können eigentlich auch mal weg. Der Jute Stalk schon. Das kann weg. Das soll hier das rottende Fleisch. Und wir hätten uns mal... Armor kann weg. Hellgrüner Schein kann weg. Den behalten wir natürlich. Ach, da bist du. Und wir hätten uns hier mal so eine Art Loch für einen Mülleimer machen sollen. So, dann sortieren wir uns mal den Kurz hier. Zack. 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 So. Und so. Und dann wissen wir jetzt nämlich ganz genau. Was war ich. Jetzt hier so in das Loch schmeißen können, und zwar den Quatsch, den Quatsch,
Den Quatsch. Ich frage mich, warum er das nicht gesteckt hat. Bett natürlich nicht, Jute auch nicht. Hellgrüner Stein kann auch weg. Das Bett schmeißen wir hier rüber und dann sind wir doch schon da. Genau. Sind wir doch damit schon durch. So. Und dann nehmen wir uns natürlich hier den ganzen Kappes noch mit. Und wir müssten eigentlich eine ganze Weile jetzt erstmal hier warten, um unsere Spitzi hier aufzuwerten wieder. Marmor könnten wir eigentlich auch mal gleich mal mitnehmen. Gesagt, wir brauchen noch ein bisschen was für den Keller. Das Haus ja nicht unbedingt, aber eben unseren Tinkerskeller. Oben alles ein bisschen düsterer. Ist okay. Aber unten den Keller hätte ich dann doch schon gerne ein bisschen heller, freundlicher einfach mal. Das war da nicht ständig nur. So, und jetzt ist die Frage, welche Höhle, die oder die? Hier ist noch der olle Setzling. Den habe ich jetzt ganz übersehen. So, tschüss. Und dann machen wir uns mal schnell ein paar Stickies und auch für diese Ecke ein paar Fackeln. So. Dann passt das so. Gehen wir erstmal hier drin. Scheint nicht ganz so groß zu sein. Es scheint. Aber der Schein kann auch oftmals trügen. Hier geht's auf jeden Fall schon mal runter. Aber als allererstes Kohle. Ich mag auch so eine Höhlentour denn zwischendurch immer. Ich will die nicht übertreiben, ich würde schon gerne mal eine Höhle komplett erforschen. Wir haben ja unsere noch nicht mal richtig erforscht. Huch. Oh, Eisen verbirgt sich auch gleich noch dahinter. Sehr schön. Koppel nehmen wir mit. Huch. Huch. Aber ich habe eben Angst. Da ist unsere Fackel flöten gegangen. Dass uns Spitze hier nicht mehr lange durchhält. Deswegen würde ich ja eben, wie gesagt, gerne einfach erstmal irgendwo kurz mal innehalten, dass wir ein bisschen in uns gehen, darüber nachdenken, wie wir die Welt besser machen können. Und vielleicht anderen auch ohne großartige Mittel, kann man das so nennen? Darf man das so sagen? Einfach mal ein bisschen zu helfen, zu unterstützen, mit netten Worten zum Beispiel. Zum Beispiel mit netten Worten. Oder einfach einer lieben Geste. So, du bist die Nächste. Aber erstmal warte ich auf Spitze. Ich muss jetzt. Ja, was machen wir jetzt in der Zwischenzeit? Könnten jetzt eine. Könnten uns einen Ofen bauen oder so einen Käse? Möchte ich allerdings auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Wir könnten natürlich auch sagen, wir basteln uns jetzt hier eine Steinspitzhacke noch zusätzlich. So eine Werkbank haben wir ja dabei. Salz. Erstmal weg. Dass wir denn mal für diese groben Sachen einfach mal die drei Bruchsteine verbraten und dann hier so zack. Huch. Ja, und hier, wie gesagt, fehlt mir denn eigentlich eher so eine Feinarbeiten-Axt noch. So, und dann gucken wir uns mal hier drin um. Was war hier so? Eisen und Kupfer und bla und Co. Hallo. Und ich höre ein Skelett. Hallo. Und ein Zombie natürlich. Oh, kleiner. Natürlich. So, dafür nutzen wir aber, wie gesagt, eben die hier. Jetzt ein bisschen länger dauert, aber komm, ist doch egal. Man kann sich Spitzi ein bisschen schonen. Deswegen, wie gesagt, wir müssten vielleicht eventuell doch noch. Hier könnten wir auch den Hammer nehmen. Bei so einer fetten Wand könnte man auch den Hammer nehmen. Allerdings bei so einer nicht.
ist dann doch ein bisschen zu unausgeglichen. So, da haben wir mal eine Fackel ran, dass wir auch was sehen. Der Zombie ist irgendwie immer dichter hier. So. Haben wir das auch. Dann nehmen wir uns Mjölnir. Und wo fangen wir an? Hier? Komm, hier ist egal. Wir brauchen eh Kobbel. Flup, 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 flup. Und ich liebe es. Es geht so schön schnell. Frupp. Und ich höre den Zombie nicht mehr. Dann können wir eigentlich auch gleich mal weitermachen. Wie gesagt. Oh. 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 Wir brauchen eh Cobblestone. Und das? Und das? Ne. Ne. So, Spitzi. Tue dein Werk. Woll. Und da ist noch mehr. Alter. Wir. Wir. Gut, wir haben vorher ein paar mehr gekriegt. So, denn hier nochmal. Zack. Und dann machen wir eh mal diesen. Und eben diesen. Und dann liegen wir zwei Stockwerke weiter unten und knallen in irgendeine Misthöhle drin, die wir ja nicht wollten. So, wie viel? 11. 11 Zertusquarz. Ja, ich feier das. So. Zack, das auch noch mit. Und dann können wir den hier machen. So, dann haben wir das auch. Und ganz ehrlich, die andere Höhle will ich ja nicht weiter finden. Das ist, die wird... Stimmt wieder genauso doof. Gut, dann schauen. Ja. Das können wir noch gebrauchen für Knochenmehl. Ja, da ist auch, genau. Na, siehst du, und schon haben wir den Schaf geholfen. Das war ja genau der Plan gewesen. Moment. Die Pfeile schmeißen wir da noch hin. Was haben wir hier? Weiße Wolle, komm. Dann lassen wir die erstmal hier und das ist wichtig. Oh, geil. Weg, weg. Weg, weg. Marmor weg. Bruchstein können. Oh, hat hier neu gepasst. Oh, hat. Ach nee, ist gut. Jute. Jute, Jute, Jute. Jute haben wir hier nicht drin? Na, Jute. Wenn wir Jute nicht drin haben, dann haben wir vielleicht schlechte drin. Aber irgendwann haben wir auf jeden Fall. So. Schon denken. Und dann denken, Spitzi. Achso, und ich wollte noch gucken, in welche Richtung müssten, könnten, wollen wir denn? Könnten jetzt hier unten weitergehen oder hier eh mal rum? So wie ja eigentlich mal der Plan war, so mehr oder weniger. Also jetzt weiter nach rechts. In diese Richtung. Möchte ich eigentlich auch gerne machen. Sind wir da in diesem komischen Wald? Und wieder, ja. Und hier leuchtet es hell. Heißt, hier müsste sich doch eigentlich... Ach, da unten, kick mal, ganz unauffällig versteckt sie sich da in dem letzten Krümel des Waldes. Tada! So, gleich wieder weg. Und dunkel wird es auch gerade wieder. Ey, wir haben so ein Glück andauernd. So, wir pennen mal hier noch unter der Aurenot. Und wir müssen eventuell auch mal so langsam was essen. Was haben wir denn noch von... Ach, wir haben ja hier noch. Siehst du, wir haben ja noch hier herzhaftes Frühstück. Das können wir uns noch mal richtig hier nüsslich schmecken lassen. Wunderbar. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Sehr schön. Da kommen wir hoch. Ich denke, wie gesagt, ein bisschen so mehr am Wasser lang laufen. Flup, flup, flup. Etwa damit wir... Verdammt, ich habe gerade noch gesehen und wollte springen und da war es schon zu spät.
So, da würden wir rumkommen. Da ist noch eine Tinkerinsel. Und da hinten sehe ich gerade feuerdurchzogene Stein. Ja. Und wir jumpen. Oh, guck mal hier eine Höhle. Die ist aber nicht doll, also von daher können wir so hoch. Ja. Hallo. Bist du derselbe von vorhin? Ich glaube nicht. Dann gehen wir hier lang. Itidi. Grease. Wie gesagt, einfach um ein bisschen in der Nähe vom Wasser zu bleiben und auch zu gucken, wann ich eventuell irgendwo da rumkomme. Und guck mal da. Haie. Alter. Das ist cool. Schön. Geil. Toll. Was gibt noch für Ausdrücke? LOL. Roffel. Spitze. So, und mehr fällt mir ohne hin. Im Moment. Titi, Hammer. Hallo. Ey. Meine dichten Wälder sind auch immer so eine richtig schöne Herausforderung. Ich bin schon froh, dass es läuft auf jeden Fall, wie gesagt, besser als vorher. In den ganzen anderen. Ja, kann man bald einen Test sagen, wo man echt immer so ruckel. Also er lüftet in der Hinsicht wirklich flüssiger. Die paar Sekunden Freeze, die wir mal ab und an drinne haben, sind in der Hinsicht dann ohne so wild. Meistens ist es dann wirklich, wenn er, ja, wie man hier sehen hat gerade, so eine, ja, so eine Bäume da laden muss. Dann hat er eigentlich die meisten Probleme damit. Ansonsten geht's doch eigentlich. Muss ich so sagen. Oder generell halt so eine Wälder hier. Oh, hier ist dunkle Tor. Ist denn dann hier irgendwo auch vielleicht so ein Ding? Zumindest nicht so aus. Bäh. So, gehen wir mal am Fluss lang. Ich habe die Vermutung, als wenn ich hier schon mal gewesen wäre. Immer so ein bisschen bäh, im Kreis laufen. Auf jeden Fall ist hier ein bisschen ruhiger. Ding, 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 ding. Ich mag das, dass der so automatisch auch die Blöcke hochgeht. So, zur Not können wir ja mal gucken. Nö, nö, wir gehen schon richtig. Wir könnten jetzt hier rechts noch lang. Also weiter in diese Richtung. Hier ist auf jeden Fall schon wieder ein Lavasee. Gehen wir denn da höher? Ja, wir gehen höher, wa? Das war eine schöne Aussicht von oben haben. Und wie gesagt, ja, natürlich ruckelt da jetzt ein klein bisschen mehr. Einfach weil wir ja auch. Ja, ein bisschen Geld laden müssen. So, haben wir noch mehr hohen Fahren? Das ist normaler Fahren. Fahren, 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 fahren. Da ist noch Fahren. Jute nehme ich natürlich gerne mit. Schon alleine, wie gesagt, für die Rucksäcke und die Kette. Oh ja, Alter. Gerne die Schärfe mitgenommen. Ich glaube, da hoch werden wir nicht so wirklich kommen. Wenn versuchen. Wenn wir jetzt hier. Gott. Ach du Kacke. Mal sehen. Ja, aber versucht, macht klug. Ja, wir haben es geschafft. Ja, bloß weiterkommen. Hier sieht gut aus. Hoher Farn auf hohen Bergen. Da ist ein Pilz. Und dann würde ich mir doch von hier oben gerne mal. War mal ein Baum hier mal. Ah. Wir sind fast auf Tinkerinselhöhe. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Hintergrund drin laden lassen. Wird jetzt ein Klebo dauern.
Ganz kleinen Moment. In der Zwischenzeit könnte man eigentlich mal gucken. Ah, oh, hier sieht ein bisschen freier aus. Aber kein Dorf. Kein Dorf. Nirgendwo ein Dorf irgendwie in der Ecke. Und dann sind wir eigentlich auch schon wieder fast auf dem Rückweg. Normalerweise könnte man ja nur wirklich sagen, okay, gut. Wir gehen denn auch zurück. Wir haben ein bisschen was gefunden. Nicht unbedingt das, was wir wirklich wollten. Aber wir könnten an und fürs Gesicht uns doch auf dem Weg ihren Heimat machen. Außerdem hat ein Spitzi ein bisschen die Gelegenheit, sich zu generieren. Wir haben ein bisschen was entdeckt. Aber auch eine Stufe, wenn hier, muss ich sagen. Ich würde hier gerne, würde ich gerne so ein Schild hinstellen, mich wieder runtergraben und dann, also mal jetzt auf so einer Insel. Das wäre natürlich genial. Wenn man denn so ein Vorrat an Schleimquatsch hat, Flüssigschleim zumindest. Und so wie es aussieht, scheint es da noch mal höhlig zu werden. Da könnte man noch mal gucken gehen. Kann ich auch ein bisschen Certus finden. Ich mag das, dass wir hier einfach wirklich ganz gemütlich runtersegeln. Ohne großen Stress. Ach, und hier ist die Freifläche, die er uns angezeigt hat. Auch schön eigentlich. Schöne Lichtung hier so mitten in den tiefen Wäldern drinne. Auch geil. Hier hätte man auch schön was bauen können. Dann umgeben von Wald gewesen. Aber so sind wir am Meer, ist auch gut. Am Meer finde ich eigentlich so ja noch schöner. Wie gesagt, da haben wir mehr Möglichkeiten. Mehr, ne? Mehr haben wir mehr Möglichkeiten. Auch bautechnisch, wie gesagt. Würde ich da gerne schon ein bisschen noch was hinknuspern, so. Entschuldigung, falsche Spitzhacke. Dürfte ich mich erdreisten, Ihnen den Boden unter den Füßen wegzunehmen? Wollt ihr denn? Fühle mich gerade ein bisschen bedroht von den Weinen hier. Was ich gerne noch gucken wollen würde, ist vielleicht eh eine Mod, die uns vielleicht noch ein paar mehr Vögel rinbringt oder so. Ich hätte gerne ein paar, weiß ich, Papageien und so. Ich weiß, die Mo Creature Mod bietet das, aber ja, da ist wieder bei mir dann so das Ding. Gerade die Mo Creature möchte ich eigentlich, ich höre einen Enderman, eigentlich nicht unbedingt installieren, weiß ich nicht. Ich hab da selber so eine kleine, weiß ich nicht, ich mag die halt nicht. Ja, da sind dann doch ein bisschen zu viele Viecher, die denn da sind und ja, das muss ja nicht sein. Und ich, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Jeder, der die Mod mag, kann gerne mitspielen. Wie auch immer. Muss ja jeder auch für sich, oh, für sich selber wissen in der Hinsicht, ne? Aber ich, wie gesagt, persönlich mag die jemand. Find, die bringt dann wieder zu viel drin. Paar Vögel, ein bisschen Lebendigkeit noch mehr wäre schön, würde ich mir wünschen. Aber eben ja im Rahmen. Boah, und jetzt ruckelt es hier gerade wieder ein bisschen vor sich hin. Hallo? War ja denn doch mit den ganzen Mods, die drinne sind, ganz schön zu kämpfen hat. Und es geht die Sonne unter. Da könnten wir uns hier eigentlich glatt mal am Wasser niederlassen. Jetzt eine Runde pennen. Mal wieder. Mal wieder. Und das halte ich für gar keine schlechte Idee. Ach Mist, wir hätten uns mal den Sonnenaufgang. Hätte ich gerne neu sehen. Den Sonnenuntergang. Den Sonnenuntergang. Gut. Reicht. Die Insel lassen wir auch hinter uns. Wie gesagt, wir werden dann langsam mal auf den Weg zurückgehen. Erstmal pennen. Hallo? Ah, ich. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Genug zum Pennen. So, Dankeschön. Lalalala. Das gefällt mir auch sehr gut. Ich denke immer, diese runterfallenden Blätter sind irgendwas von ne? Eine Auranot.
So, dieses Loch ist natürlich ganz natürlich ganz natürlich entstanden, ohne unser Zutun, so wie öfter hier in der Welt ja vorkommt, dass da einfach mal ein Loch im Boden ist. So, da haben wir Schafe gehabt ohne Ende und hier Schweine. Ich fühle mich von dieser Schweineansammlung ein wenig bedroht. Und da ist schon wieder eine Höhle. Ach, ich fasse es doch nicht. Ja, sehr schön. Beugt die natürlich gerne noch. Und fahren. Fahren, 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 fahren. Fahren, fahren. Ach. Ja. Betest du ihm an? Ja, du bietest ihm an. Das ist aber nicht gut. Das ist das Böse. Das Böse. So, wir gucken mal eins. Ja, merk, merk, merk. Ruhe jetzt. Können wir ihm. Nicht so verstehen, musst du. Ja, sehr schön. Warte. Ist ja was, wo Oma probiert. Scheiße. Was wir mal probieren könnten, wäre ja auch. Geht nicht. Alles klar. War ein Versuch wert. Und wenn wir ihm abbauen.